In der PHP-Doku gibt es im PHP-Handbuch beim Kapitel Sprachreferenz den 7. Punkt Kontrollstrukturen. Switch. Um zu überprüfen, ob ein bestimmter Ausdruck, in diesem Fall zum Beispiel i, einen bestimmten Wert hat, kann man das mit sämtlichen if-Abfragen machen. Hier, if es 0 oder es 1 ist oder 2. Wir würden das Ergebnis i ist gleich 1 bekommen. Das Ganze kann man mit einer Switch-Anweisung etwas schöner darstellen. Das heißt, wir beginnen mit Switch und überprüfen, schauen, was überprüft werden soll. In diesem Fall wollen wir wissen, welchen Wert $i hat. Und dann gehen wir die verschiedenen Fälle durch mit Case 0, das heißt, wenn es den Wert 0 hat, dann ein Doppelpunkt und es soll Echo ausgeführt werden. Das heißt, i ist gleich 0. Am Ende gibt es ein Semikolon und ein Break. Das ist etwas größer. Und das Ganze können wir schnell auch für 1, dann ist i gleich 1 und für 2, dann ist i gleich 2 anwenden. Sehen wir uns die Ausgabe an, wir bekommen wieder i ist gleich 1 heraus. Sollte i keinen der Punkte entsprechen, gibt es einen Default-Weg, mit welchem wir mit Echo weder 1, weder 0, 1 oder 2 ausgeben können. Das heißt, wenn ich hier auf 2 erhöhe, kommt i ist gleich 2, erhöhe ich auf 3, was nicht mehr enthalten ist, bekomme ich weder 0, 1 oder 2. Habe ich hier 0, wird ja i ist gleich 0 ausgegeben, danach kommt der Breakpunkt. Das heißt, falls dieser zutrifft, wird Switch beendet. Falls ich keine Break habe, würde i ist gleich 1, 2 und weder 1 und 0, also der Default-Wert, alle ausgegeben werden. Manchmal kann das durchaus erwünscht sein, aber in den meisten Fällen wird das Break benötigt. Ist eine Anweisungsleiste leer, wie zum Beispiel jetzt bei 0, wird sie automatisch an die nächste weitergegeben. Dies wäre 1. Wenn ich jetzt aktualisiere, dann bekomme ich bei i 0 1 heraus. Wäre auch diese leer, würde es zur nächsten springen, was 2 wäre. I ist damit kleiner, gleich 2. Ich kann das Ganze aber auch mehrfach vorkommen lassen. Wenn ich zum Beispiel diesen Block kopiere und hier einfüge, kann ich hier weitermachen mit Case 3, 4 und 5. Und hier sage ich, zwischen 3 und 5 und wenn ich jetzt sage, i ist gleich zum Beispiel 3, erhalte ich den Case von 5. Anstelle von Doppelpunkten ist der Syntax auch mit Semikolons möglich. Das heißt, wenn ich hier und auch diese beiden umändere, komme ich bei 3 in Default-Wert und bei 1 funktioniert das Ganze weiterhin. Switch funktioniert auch bei Strings, das heißt, ich kann mir eine Variable mit dem Namen hier erstellen. Dieser gebe ich den String Katze und mit Switch möchte ich überprüfen, um welches Dollar-Tier es sich handelt. Und im Fall einer Katze, also Case Katze, soll Echo Miau
ausgeführt werden. Am Ende braucht man wieder ein Break und im Fall des OKs und soll Echo Wow ausgegeben werden und auch mit Break beendet. Sollte es keine der Tiere sein, gebe ich Case, gebe ich Default, Doppelpunkt, Echo, unbekanntes Tier aus. Sehen wir uns. Hier kommt kein Doppelpunkt. Sehen wir das Ganze an. Bei Katze kommt Miau. Ändere ich die Variable auf Hund. Kommt Wow. Und gebe ich Vogel an. Habe ich ein unbekanntes Tier. Match. Match gibt es seit PHP 8 und ist ähnlich wie das Switch-Statement, nur dass hier wirklich auf Typgenauigkeit überprüft wird und dass man einen Return-Wert bekommt. Das Ganze kann man sich so vorstellen, während Switch Funktionen aufruft, die Echo ausgibt, würde man mit Match einen Rückgabewert bekommen, welchen man dann ausruft. Ändern wir das vorhandene Switch-Statement zu einem Match, das heißt, die erste Frage: Switch wird auf Match geändert. Bei Tier wird wieder der String hier oben verknüpft mit echter Typsicherheit. Case wird bei Match nicht benötigt. Statt den Punkten gibt es Pfeiler. Auch hier und hier. Am Ende gibt es kein Semikolon und Break, sondern einfach Beistriche. Und Match soll den Befehl nicht ausgeben, sondern den Wert als Rückgabewert geben, das heißt, wir können alle Echos löschen. Stattdessen bekommt das Ganze einer Variable zugewiesen, die nenne ich $Sound, die ist gleich. Und wichtig ist, hier gehört noch ein Semikolon. Danach können wir mit Echo $Sound Miau für die Katze ausgeben oder, falls wir Hund haben, Wow, und bei Vogel wird unbekanntes Tier ausgegeben. Wir können auch Funktionen einbauen, zum Beispiel haben wir hier eine Funktion Weide, von der wir das Geräusch Mu hören. Und dazu passend erstellen wir uns eine Funktion, die Weide heißt. Und uns als Return-Wert eine Kuh zurückbringt. Wenn wir jetzt das Tier auf Kuh ändern, wird Weide durch dieses Wort ersetzt und wir erhalten Mu. Haben wir weiters einen Spatz, der macht Piep, und einen weiteren Vogel, wie eine Amsel, der macht auch Piep, können wir eben mit Spatz prüfen. Piep passt, dasselbe geht mit Amsel. Und wir können das Ganze auch zusammenfassen, indem wir Beistrich und Amsel zusammenfügen, diese Zeile löschen und wir bekommen bei einem Tier von Amsel weiterhin das Piep. Und auch der Rückgabewert kann von einer Funktion kommen. Ändern wir zum Beispiel den String Wow auf eine Funktion Wow und erstellen dabei Function Wow. Und diese soll aus Rückgabewert Wurf bringen. Return. Rufen wir die Funktion mit und auf, bekommen wir Wuff zurück. Es können auch weitere Vergleichsoperatoren und logische Operatoren verwendet werden. Dazu überspringt man den ersten Match Identity Check. Das heißt, wir stellen uns zum Beispiel eine Variable Age, welche den Wert 18 hat, und wollen ein Result
zurück. Dieses bekommen wir durch Match. Und im ersten Punkt wird ja nicht wirklich das Age abgefragt, sondern wir sagen True, damit diese immer ausgeführt wird. Und geben dann innerhalb der Match, des Match Statements $Age ist größer gleich 65. Danach der Pfeil und es soll Senior zurückgegeben werden. Eine weitere Zeile mit größer als 25 soll Adult zurückgegeben werden. Bei über 18 haben wir Young Adult. Und als Default-Wert sagen wir Git. Semikolon am Schluss, und wenn wir jetzt das Ergebnis sich anschauen, von $Result, sehen wir, bei 18 wird Young Adult zurückgegeben. Das Ganze kann auch mit logischen Operatoren verknüpft werden. Vielleicht zum Beispiel noch hier and false. Dann ergibt das immer den Wert falsch und er springt in die nächste Reihe. Das heißt, wenn ich jetzt 66 eingeben würde, würde nicht 10 herauskommen, sondern der nächste Punkt adult. Declare. Das Verhalten eines Blocks kann mit declare angegeben werden. Dazu gibt es aktuell 3 Direktive. Das Strict Typing, Ticks und Encoding. Sehen wir uns zuerst die Strict Types an. Dazu schreiben wir am Anfang declare Strict Types. Diese mit 1. Wenn wir jetzt eine Funktion haben, zum Beispiel Function U, und diese soll aus Parameter $X erhalten, aber es soll vom Typ zum Beispiel Integer sein, dann wird hier der Typ deklariert. Und wenn ich jetzt die Funktion aufrufe, zum Beispiel foo mit 4, aber 4 als String, 7 an 2 Hochzeichen, ich füge noch die geschwungenen Klammern, dann bekommt man eine Error-Meldung, dass das falsche Argument übergeben wurde. Habe ich kein Declare, würde mir in diesem Fall kein Fehler gemeldet. Schauen wir uns das zweite Directive an, das wären die Ticks. Wir geben Declare Ticks ist gleich 1 an. Danach brauchen wir einen Handler, der was aufgerufen wird bei jedem Tick. Das heißt, wir stellen uns eine Function Tick-Handler. Und dieser soll nichts anderes tun, als bei jedem Aufruf, sagen wir mal, ein Rufzeichen mit Echo auszugeben. Diese Funktion müssen wir jetzt noch PHP übergeben. Dazu gibt es die Funktion Register Tick Function. Und hier melden wir unseren Tick-Handler an. Und jedes Mal, wenn ein Tick passiert, wird diese Funktion aufgerufen. Ein Tick ist ein Event, der bei einem Low-Level-Statement auftritt. Wenn wir dieses Skript zum Beispiel ausführen, haben wir schon einen Tick, das wäre die Funktion selbst. Würden wir $i ist gleich 1 einen Wert zuweisen, hätten wir einen weiteren Tick, würden wir zum Beispiel eine While-Schleife, while i ist kleiner als 1, A10. Und auch hier soll $i jedes Mal erhöht werden. Dann bekommen wir schon eine Reihe Ticks mehr dazu. Das letzte Directive ist Encoding. Grundsätzlich wird jetzt eigentlich seit PHP 5.6 immer UTF-8 verwendet. Sollte man trotzdem mal bei einer Seite ein anderes Encoding benötigen, kann man dies mit Declare
Und Encoding ist gleich und dann zum Beispiel, wenn Latin 1 wäre, einen ISO-Wert eingeben. Und wenn wir das Ganze ausführen, bekommen wir leider eine Fehlermeldung, da das Send Multibyte Feature abgeschalten ist. Dazu müssen wir in unsere PHP-INI und wir suchen nach Multibyte und sehen, hier ist das Ganze ausgeschaltet. Wir stellen das Ganze auf On. Speichern, stoppen unseren Server, starten ihn neu. Und jetzt wird der ISO-Standard verwendet.